Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Carship, dieses Mal mit zwei statt vier Rädern. Ich präsentiere euch heute den Forza Evo King der vierten Generation, ein Elektroroller mit 2000 Watt. Es ist richtig cool. Das ist kein Leih- oder Testgerät, sondern ich habe mir das gute Stück letztes Jahr geleistet, um eben mal ins Büro zu rollern oder auch mal nach Frankfurt reinzufahren. Und dabei kann ich das Auto einfach mal zu Hause stehen lassen, eine total coole Sache. Ich habe es sogar geschafft, das gute Stück mal in den Kofferraum zu packen, bin damit nach Nizza gereist und habe meinen Wagen eine Woche lang am Hotel stehen lassen können und bin lokal emissionsfrei, wie es so schön heißt, eine ganze Woche am Strand entlang gecruised. Eine total coole Sache. Also bleibt dabei, ich verrate euch, warum dieser Roller eine richtig coole Investition war. Bevor wir ins Detail gehen, nochmal ein paar kleine Fakten, warum ich mich ausgerechnet für dieses Modell entschieden habe. Zum einen war es mir sehr wichtig, dass der Roller eine Straßenverkehrszulassung hat, damit ich mich komplett legal auf der Straße bewegen kann. Des Weiteren möchte ich keinen Roller haben, der durch eine Kette angetrieben wird. Wir haben hier zwei verschleißarme oder wartungsarme Nabenmotoren. Das ist total toll. Ich möchte nicht blöd dastehen wie so ein Ochs vom Berg, wenn mir die Kette fliegen geht und ich irgendwo, keine Ahnung, 30 Kilometer weit gefahren bin und musste dann so ein 50 Kilo Teil durch die Manege schieben. Nee, gar keinen Bock drauf. Und zum anderen, er ist klappbar. Man kann auch hier diesen Sattel komplett entfernen. Das zeige ich euch nachher gleich und kriegt es eigentlich ganz locker in den Kofferraum, wenn man nicht gerade 70 Jahre alt ist und ein bisschen was heben kann, weil der Roller ist nämlich ziemlich schwer. Nichtsdestoweniger trotz finde ich, das ist ein absolut tolles Gerät und ich zeige euch jetzt ein paar kleine Details, warum dem so ist. Ein paar kleine Zahlen, Daten, Fakten zu dem Roller. Wir haben hier, wie gesagt, zweimal 1000 Watt Radnabenmotoren verbaut. Das reicht aus, um den Roller auf 45 km/h zu beschleunigen. Und es geht auch relativ zügig. Wenn man so möchte, hat der Roller durch die zwei Motoren ja Allradantrieb. Das ist natürlich kein Quattro, aber immerhin ziemlich cool. Des Weiteren haben wir eine Steigleistung von 25%, die wir mit dem Roller bewältigen können. Das ist auch ein ganz strammer Wert, wenn er das mal mit anderen Rollern vergleicht. Richtig coole Sache. Dann haben wir eine Zuladung von maximal 120 Kilo. Das ist auch ganz okay. Und das Gewicht, das ist natürlich jetzt ein bisschen heftig. Der Roller wiegt je nach Konfiguration bis zu 41 Kilogramm ohne das Akkupack. Das Akkupack wiegt roundabout auch nochmal 9 bis 10 Kilo, je nachdem, ob ihr einen leichteren Lithium-Akkupack habt oder einen etwas schwereren Bleigel-Akku, dann kann das gut und gerne 50 Kilo überschreiten. Ansonsten ist der Roller, glaube ich, 1,37 Meter lang und ich glaube 1 Meter und, lass mich nicht lügen, 34 hoch und die Breite wird mit 66 cm angegeben. Fangen wir hier vorne an, direkt bei den Rädern. Ich finde die Größe sehr angenehm, etwas größer als der übliche Rollerdurchschnitt. Das macht sich dadurch positiv bemerkbar, dass wir nicht bei jedem Gullideckel vom Roller fliegen. Man kann also mehr oder weniger gefahrlos über Gullideckel oder kleinere Ritzen hin darüber fahren. Absolut kein Problem. Des Weiteren könnt ihr hier einen der beiden Radnabenmotoren sehen mit 1000 Watt und eine Bremsscheibe. Dieser Roller verfügt über Scheibenbremsen vorne und hinten. Ansonsten seht ihr hier die Aufnahme für das Vorderrad ist eine sehr massive, sag ich mal, Metallkonstruktion. Und wir haben hier auch einen Spritzschutz. Der ist auch nicht Standard bei jedem Roller. Man kann also damit gefahrlos im Regen herumfahren. Man beschädigt den Roller nicht und man bleibt mehr oder weniger trockenen Fußes. Was mir auch gut an diesem Roller gefällt, ist der Umstand, dass wir schnell und einfach die Sattelhöhe verändern können. Das funktioniert tadellos und hält auch bombenfest. Was wir natürlich auch machen können, ist den Sattel komplett entfernen. Da gibt es hier einfach eine Rändelschraube, an der wir drehen. Und sobald wir diese aufgedreht haben, sind wir in der Lage, quasi den kompletten Sattel vom Roller zu entfernen, sodass wir ihn quasi auch als Stehroller nutzen können. So, komm raus, du Sauhund. Okay. Das war jetzt nicht so elegant, wie ich gehofft habe, dass es aussieht, aber das macht nichts. Wir haben jetzt quasi den Sattel entfernt. Wir haben hier ein Trittbrett aus Holz. Ich könnte jetzt auch stehend auf dem Roller fahren. Das ist überhaupt kein Problem. Für längere Strecken würde ich aber wirklich den Sitz montieren. Wenn wir schon hier sind, können wir auch gleich mal
hier diese lustige Trittbrettgeschichte hochklemmen. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier mein Akkupack versteckt. Ich habe hier nochmal so eine Plastikfolie drüber gemacht als Zusatzschutz. Ist natürlich ein bisschen blöd, aber ich habe mir eingebildet, es wird helfen. Und hier seht ihr den Akku, der ist hier eigentlich nur reingelegt. Wir haben hier noch so Gummidichtungen, dass wenn es dann doch mal ein bisschen nass oder feucht wird, nicht direkt der Akku irgendwie mit Feuchtigkeit in Berührung kommt. Hier hinten dran haben wir eine Menge Kabelsalat. Ich hatte das schon mal offen, als ich meinen Blinker nachrüsten wollte. Das habe ich allein nicht ganz so hingekriegt, aber die Jungs von Forza Sports, die haben mir da geholfen, fand ich super, super nett. Also fahrt nach Bruchsal, wenn ihr ein Problem habt. Da wird euch echt wirklich sehr gut und kompetent weitergeholfen. Alles klar. Gut, ich wickel meine komische Plastikfolie hier wieder drum und schließe das Trittbrett und dann gucken wir uns noch ein paar andere Features des Rollers an. Hinten am Fahrzeug haben wir einmal den Kennzeichenhalter, natürlich mit dem Kennzeichen. Ein nettes Detail ist, der ist sogar beleuchtet, sprich wenn ich jetzt mal die Zündung einschalte, dann sehen wir hier das Licht. Dann hier ein Spritzschutz, wie gesagt, wenn wir im Regen unterwegs sind, ist das überhaupt kein Problem. Dann hier hinten das Rücklicht mit integriertem Bremslicht. Ihr seht schon, wenn ich den Bremshebel betätige, geht das Bremslicht an. Ganz, ganz, ganz toll. Natürlich hier auch die Scheibenbremse und der Radnabenmotor. Und als besonderes Schmankerl, sage ich mal, habe ich mir hier Blinker verbauen lassen. Total geil. Das heißt, ich muss nämlich nicht mehr die Hand rausstrecken wie so ein Affe, sondern kann hier ganz cool durch die Gegend blinken. Ja, was sagt er jetzt? Ein weiteres Merkmal dieses Rollers ist die verbaute Federung. Wir haben hier vorne eine Single-Stahlfeder, quasi Single-Shock, während wir hier hinten versteckt zwei Stahlfedern verbaut haben. Ist meiner Ansicht nach weder zu hart noch zu weich, eigentlich genau richtig. Insgesamt macht der Roller eine sehr gute Figur. Ich mag das schwarze Finish, das sieht so ein bisschen Mad Max mäßig aus, auch mit dieser komischen schwarz lackierten Metallkonstruktion mit den ganzen Öffnungen und Ritzen, das finde ich ist sehr, sehr schön gemacht. Gucken wir uns mal gemeinsam den Vorbau an. Dort kann man allerhand lustige Sachen montieren. Zum einen der Umstand, dass wir hier Rückspiegel montieren können, um den rückwärtigen Verkehrsraum besser einsehen zu können. Dann haben wir hier eine tolle Lenkradtasche. Dort kann man allerhand Sachen reintun, wie zum Beispiel eine Geldbörse oder auch das Schloss, Einkäufe, was auch immer. Ist ganz interessant. Dann habe ich hier noch von eBay so eine Art Handyhalter installieren lassen, der da am Lenker dran ist. Ist ganz cool, hat auch so eine Art Quick Release. Zack, ich muss hier nur kurz ziehen und schon kann ich das Telefon entnehmen. Eine sehr tolle Sache. Dann habe ich hier noch eine Art Spezialblinker anbringen lassen. Und zwar hatte ich damals noch kein Blinkerset von Forza Sports und deswegen habe ich mir einen Helm gekauft, der blinken kann. Ja, ich weiß, ziemlich blöd, aber das war mein Blinkersatz, da kann ich dann quasi rechts und links blinken und da hat auch noch irgendwie eine Medienfunktion und tausend andere Sachen. Ganz, ganz spannend. Wenn wir jetzt hier mal die Zündung einschalten, haben wir hier den Tacho. Einmal sehen wir hier die Restenergieanzeige, die Geschwindigkeit, dann, dass das Licht an ist. Es ist aber immer an. Ich habe schon 255 Kilometer mit dem Roller zurückgelegt. Dann gibt es hier noch die Möglichkeit mit der Daumentaste zwischen Modus 1 und Modus 2 umzuschalten. Und zwar kann der Roller einen der beiden Motoren abschalten. Im Modus 1 sind beide Motoren aktiv und im Modus 2 ist nur ein Motor aktiv. Finde ich ein bisschen unglücklich, das hätte man direkt mit der Anzahl der Motoren koppeln können. Eins ist ein Motor, zwei sind beide, aber naja, so sind die Chinesen nun mal. Dann können wir hier natürlich noch unseren Tageskilometerzähler zurücksetzen und auswählen. Wir haben einmal die Batteriespannung und die Zeit, die vergangen ist, seitdem wir den Roller aktiviert haben. Ja, so viel zum Cockpit. Ansonsten ist noch erwähnenswert, dass die LED-Leuchte hier vorne eine 12-Volt-Leuchte ist. Ist sparsam, weil LED-Technik hinten ebenfalls.
Oh, ich habe noch zwei, drei Kleinigkeiten vergessen. Zum einen habe ich natürlich noch vorne die Blinker. Die funktionieren auch wunderbar. Ganz nett. Dann haben wir noch eine Hupe. Vorsicht, die ist sehr laut. Nicht erschrecken. Ansonsten wäre noch erwähnenswert, das muss ich euch aber noch mal im Detail zeigen, dass wir den Roller zusammenklappen können. Dazu muss man einfach nur an diesem Hebel ziehen und vorher einen Sicherungssplint herausziehen, der genau hier stecken würde, wenn ich ihn denn dabei hätte. Das verhindert aber eigentlich nur, dass man während der Fahrt aus Versehen nicht an diesen Hebel kommt und sich das Ding zusammenfaltet. Das wäre nämlich äußerst ungünstig. Was haben wir noch? Wenn ich schon hier bin, kann ich euch zeigen, das ist die Buchse, an der wir unser Ladegerät anschließen. Es ist also so, dass wir die Batterie nicht zwangsläufig herausnehmen müssen zum Laden. Das heißt, sie kann schön angeschlossen hier drin bleiben und wir laden über diesen Anschluss. Es besteht aber auch die Möglichkeit, die Batterie aus dem Fach zu nehmen, mit nach oben zu tragen oder wo auch immer ihr die laden wollt und diese separat zu laden oder gegen eine andere Batterie, die voll ist, auszutauschen. Jetzt wollt ihr natürlich sehen, wie kann ich diesen Roller zusammenklappen, damit er transportfähig gemacht werden kann. Das ist relativ einfach. Wie hat man früher bei der Bundeswehr immer so schön gesagt, ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar geht es los, indem wir hier an dem Schnellverschluss drehen, damit wir den Sattel herausnehmen können. Dann wird die Rändelschraube hier herausgedreht. Danach kann die Sattelstütze selbst entfernt werden. Und somit hätten wir jetzt erstmal die Grundvoraussetzung geschaffen, damit wir die vollständige Klappposition erreichen können. Jetzt ziehen wir den Sicherungssplint, den ich zu Hause habe liegen lassen. Und dann ein beherzter Ruck. Jepa. Zack. Dann muss es hörbar einrasten. Zack. Wenn das passiert ist, den Sicherungssplint einfach wieder einschieben. Und somit ist der Roller in dieser Position fixiert. Total cool. Toll. Wer jetzt über einen ausreichend großen Kofferraum verfügt, der kann das Teil auch mit nach Frankreich nehmen, dann die Côte d'Azur und der traumhaft Erümre lehren. Jetzt möchte ich euch noch demonstrieren, wie wir den Roller wieder in seine fahrbereite Position bringen. Das ist ganz einfach. Wir entfernen wieder den Sicherungssplint, können dann den Hebel hier nach unten drücken und ganz locker den Lenkervorbau wieder nach oben bringen. Da muss wieder spürbar einrasten, hört mal hin. Zack, ich glaube, das hat man gehört. Und den Sicherungsspind wieder hineinführen und schon ist der Roller wieder fahrbereit. Zumindest wenn ihr steht. Ihr könnt natürlich auch den ganzen Sitz und die Sattelstütze wieder hier draufklemmen und schon seid ihr auch sitzend fahrbereit. Und ich sollte jetzt mal ganz dringend ein Bier trinken. Ein ganz interessanter Sicherheitsmechanismus ist der Fakt, dass wenn wir den Roller einschalten, und direkt Gas geben wollen, passiert erstmal nichts, denn wir müssen zunächst den Ständer einklappen. Und sobald wir das gemacht haben, können wir am Gasgriff drehen. Verdammt! Ein weiteres angenehmes Feature ist der Umstand, dass dieser Roller einen Freilauf besitzt. Das heißt, man kann ihn auch im ausgeschalteten Zustand ganz easy hin und her bewegen. Das macht das Schieben etwas einfacher, wenn man es denn mal muss. Und vor allem ist es noch ein weiterer Vorteil, wenn ihr vom Gas geht, dann kann der Roller schön auslaufen, ohne dass er irgendwie noch mechanisch gebremst wird. Dass der Roller ziemlich viel Power hat, könnt ihr daran erkennen, dass wenn ich jetzt mal voll durchbeschleunige, die Räder hier auf dem Untergrund durchdrehen. Achtung und Turbo! Eine der großen Stärken dieses Rollers ist, wie gesagt, die Beschleunigung. Er geht wirklich in 0, nix auf über 40 km/h, ist auch relativ wendig und agil, also es macht wirklich einen großen, großen Spaß, mit diesem schönen Roller durch die Gegend zu flitzen. Im nächsten Clip bin ich etwas bergab gefahren. Man kann auch hier sehen, der Roller bleibt seiner Geschwindigkeit mehr oder weniger treu und man muss sich wirklich keine Sorgen machen. Auch wenn es mal ein bisschen schneller zur Sache geht, liegt der Roller ganz stabil und sicher auf der Straße. Im folgenden Clip bin ich die Strecke nochmal zurückgefahren, das heißt, es geht hier leicht bergauf und man kann auch schön sehen, dass selbst wenn es etwas bergauf geht, der Roller fast seine Endgeschwindigkeit erreicht. Das liegt wie gesagt an diesen 2000 Watt, das ist wirklich ganz, ganz großes Kino.
die dynamischen Fahreigenschaften und das umfangreiche Zubehör, welches für diesen Roller erhältlich ist, machen den e-Booking 4 zu einem idealen Begleiter, egal ob man einfach nur durch die Stadt oder auch mal am Main entlang fahren möchte. Mein Fazit zum Forza e-Booking 4 fällt durchweg positiv aus. Der Roller bietet wirklich alles, was das Herz begehrt, um sicher auf der Straße unterwegs zu sein. Er ist nicht nur straßenverkehrszugelassen, er hat Spiegel, Blinker, Hupe, LED-Licht, Bremslicht, alles, was das Herz begehrt. Man kann ihn zusammenklappen, mitnehmen, irgendwo auf Urlaubsreisen. Es ist wirklich ein absolut traumhaftes Modell mit jede Menge Zubehör. Es gibt irgendwelche Topcases, es gibt Einkaufskörbe, es gibt ein Lenkradschloss. Es gibt so viel Kram, den man noch zusätzlich installieren kann, um das Teil noch ein bisschen zu pimpen. Also wirklich bärenstark. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr auf der Suche seid nach einem spaßigen, aber auch sicheren und zuverlässigen Roller, dann ist der Forza e-Booking 4 absolut die erste Wahl. Und hinzu kommt noch, dass die Jungs hinter diesem Roller in Bruchsal absolut kompetent sind, sehr freundlich. Die helfen euch, wenn ihr eine Frage habt, schreibt ihnen eine E-Mail, da kommt auch immer eine Antwort. Wirklich ganz, ganz große Klasse. Okay. Dann würde ich sagen, ich rolle jetzt zurück und gönne mir mein schönes Bierchen. Bis dahin, macht Idiot und schmeckt der Hut.